Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und natürlich zum Unboxing des Zack-Fishing-Adventskalenders. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Das ist natürlich der Zack-Adventskalender. Und da ist mir gestern ein riesen Fauxpas passiert. Und zwar habe ich gar nicht gesehen, dass hier drinnen nochmal was steht. Da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet, dass sie da wirklich auch noch was reinschreiben, so wie wir es uns alle gewünscht haben im letzten Jahr. Wir starten in die Adventszeit und legen gleich richtig los. Wie du mit unserem neuen Hitch deinen Lieblingsräuber verführst, erfährst du heute im ersten Adventskalender-Video auf Zeck Plus. Ja, sehr schön. Finde ich ganz cool. Bin ich auch mal gespannt, was heute in der 2 steht. Und die befindet sich tatsächlich genau da drüber. Ja, muss ich mal sagen, legen wir los. Oh. Da haben wir den Dude. Mal schauen, was hier steht. Unser Klassiker im Sortiment, kaum ein Köder ist so variabel fischbar wie der Dude. Wie du die 5-Inch-Version am besten einsetzt, erfährst du im neuesten Adventskalender-Video von Zeck Plus, auf Zeck Plus. So, das ist das gute Stück. Ui, das sieht aber doch ganz cool aus. Ja, die schwarzen hat man schon öfter mal wahrscheinlich in Stories gesehen. Die soll man sehr gut fischen können, natürlich nachts gerade, ne, weil dann die Fische von unten die Silhouette sehr viel besser wahrnehmen können, wie bei einem Köder, der halt durchscheint. Habe ich selber noch nicht probiert, noch keinerlei Erfahrung damit, aber klingt auf jeden Fall so ein bisschen einleuchtend. Ich brauche unbedingt noch ein oranges Messer für den Zeckkalender, damit das auch zum Logo passt. So, aha, das haben sie wahrscheinlich gemacht, dass es nicht verrutscht, ne? Also auf jeden Fall mitgedacht. Mit ein paar Jig-Köpfen, also quasi gleich 3 Stück, alles ein Gewicht, 10 Gramm hier, perfekt für mich eigentlich. Da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Hakengröße 3,0, also passend für den hier. 100 Jig-Kopf auf Blei-Beschriftung, starker Mastethaken, Metalldraht für den sicheren Köderhalt. Ja, also schön, muss ich sagen, ne? Wieder kleines Zippertütchen hier, aber nochmal mit einem kleinen Aufkleber drauf, finde ich. Trotzdem ist es ein schönes Türchen, ne? Also so in etwa hätte ich es mir auch schon im letzten Jahr gewünscht. Da hat man auf jeden Fall draus gelernt. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ein tolles Türchen heute. Ja, schön, freut mich. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns schon morgen. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.